Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne erzählen, warum eine Klangmassage dein Gedankenkarussell im Kopf zum Stoppen bringt. Vielleicht kennst du das, du hast vor, dich zu entspannen, dir Ruhe zu gönnen und ich weiß nicht, du fährst an den Strand, ans Meer und denkst, so jetzt komme ich mal richtig runter und zur Ruhe. Aber da ist immer diese innere Stimme in deinem Kopf. Die plappert und plappert und die hört auch nicht auf zu sprechen, selbst wenn du sagst, oh bitte, ich möchte jetzt Ruhe haben, ich möchte jetzt mal ganz, ganz in der Stille sein. Das klappt so einfach nicht. Und auch bei einer manuellen Massage, wo du wirklich durchgeknetet wirst, ist es ja oft so, dass unsere Gedanken weiterhin herumwirbeln. Bei einer Klangmassage ist das so, dass du ja regelmäßig den Klang hörst, den Ton der angeschlägelten Klangschale, die auf deinem bekleideten Körper steht. Das heißt, es kann sein, dass du bei einer Klangmassage überlegst, was möchte ich denn gerne noch einkaufen? Was möchte ich heute Abend noch kochen? So, und du gehst also mit Gedanken zu deiner Einkaufsliste und überlegst, ah, ich brauche noch das. Dann kommt der erste Ton. Dein Gedankenfluss wird unterbrochen, du bist beim Ton und denkst, ah, da ist ja der erste Ton, oh ja, fühlt sich gut an. Und dann schweifst du wieder ab zu deiner Einkaufsliste und überlegst, was war das denn noch? Was brauche ich denn noch? Bong, kommt der nächste Ton. Und ah, da ist ja wieder ein Ton. Mhm, ja. Und so geht es hin und her. Also du schweifst wieder ab zu deiner Liste und überlegst, Mensch, jetzt muss ich doch mal hier bei meiner Liste bleiben. Was brauche ich denn noch? Das muss ich doch jetzt mal zu Ende überlegen. Und dann kommt schon wieder der Ton. Du wirst wieder unterbrochen. Und das geht so ein paar Mal hin und her und irgendwann lässt du es einfach bleiben. Dann wirst du so ruhig und tauchst in deine eigenen Gedanken ab, die dann aber so aus dir heraus entstehen und deine eigenen Bilder kommen und nicht mehr hier oben vom Verstand gesteuert sind. Und deswegen ist diese Entspannungsmethode mit Ton, mit Klang so wunderbar, um wirklich mal zur Ruhe zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil eben diese ewige Stimme im Kopf einfach mal Sendepause hat. Was ich auch noch sehr schön finde bei einer Klangmassage ist, dass sie so sanft ist, dass sie einfach nicht wehtut. Also wenn ich jetzt an meine letzte Rückenmassage denke, dann merke ich gleich, oh, ich weiß ja noch, wie der da so reingeknetet hat und dann mit dem Daumen da nochmal so richtig lang gegangen ist. Das tut dann ja eher weh. Und bei einer Klangmassage ist das so, dass die Vibration, die auf dem Körper erzeugt wird, als Schwingung sich im Körper fortsetzt und alles in Schwingung versetzt wird. Deine Nervenbahnen, deine Muskelfasern, deine Organe, alles wird in Schwingung versetzt, deine ganzen Zellen. Aber es ist so sanft, dass du es eben nicht merkst. Und klar, so eine richtige Verhärtung kriegt man nicht nach einer Klangmassage weg. Da muss man schon ein bisschen am Ball bleiben dann. Genau. Gut, das wollte ich euch gerne mal erzählen. Also das Gedankenkarussell kannst du mit einer Klangmassage ganz entspannt mal zum Schweigen bringen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und denk dran, du bist wundervoll.